ne? Ja. Alles klar. Ja, super. Ich wollte mir das hier mal angucken. Ja, ja klar. Oh Gott. Warte. So, oh Gott. Oh Gott. Okay, ciao. Moin moin liebe Flittchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Video wird hier wahrscheinlich nach meinem Bike-Abholungsvideo oder so kommen. Bin auf jeden Fall wieder mega happy, ihr habt das letzte Video hoffentlich alle abgecheckt, dass ich mein Bike zurück habe. Und zwar habe ich heute eine kleine Herzensangelegenheit. Und zwar findet da hinten irgendwo in der Stadt eine Aktion von Motorradfahrern für Motorradfahrern statt und vielleicht auch für Autofahrer. Und zwar, in Hamburg wurde es neuerdings so entschieden, dass Motorräder sich zum Beispiel auf so einem Parkplatz, da darf nur ein Motorrad stehen und es muss sich ein Parkticket geholt werden, der mit einem Klebestreifen oder so befestigt werden soll. Finde ich ganz schön sportlich, also ich kann euch das sonst gerne einmal gleich zeigen, wie das genau sein soll. Bevor wir dazu diese Aktion fahren. Ich weiß nicht, wie viele Leute da sind. Ich habe bei Instagram auch dazu aufgerufen, dass man da gerne teilnehmen kann. Und ich als Ehrenmotorradfahrer natürlich werde da mal vorbeischauen und mal gucken, was da so geht. Also, oh Gott, ist das windig. Erstmal wieder das Visier zumachen. Ihr müsst euch das so vorstellen. So als kleines Beispiel. Das hier ist ein Parkplatz. So, das hier ist ein Parkplatz. Ein Parkplatz, genau. Ich stelle mich jetzt mit meinem Bike hier so ab und ich müsste da ein Parkticket ziehen. Also ich müsste da hingehen und hier ein Parkticket ziehen und das hier zum Beispiel mit einem Klebestreifen befestigen. Was könnte passieren? Es könnte anfangen zu regnen, das Ticket geht kaputt. Wir könnten die Leute das Ticket einfach wegnehmen, weil bei Autos liegt es ja im Auto drin. Und hier dürfte sich kein Motorradfahrer mehr hinstellen. Also ich müsste alleine auf diesem Parkplatz stehen und wenn sich ein zweiter dazustellen würde, dann würden meines Erachtens beide sogar ein Parkticket bekommen. Selbst wenn beide ein Ticket, also selbst wenn beide eine Parkuhr sozusagen bezahlt haben. Komplett behindert. Wer hat sich das ausgedacht? Wer kommt auf sowas? Ich verstehe das nicht. Was ist die Folge? A, Motorradfahrer sind genervt. B, Parkplätze werden ja noch seltener, als sie nicht ohnehin schon sind, weil es einfach in der Stadt sind. Stellt euch mal vor, jeder Motorradfahrer stellt sich auf einem Parkplatz. Da findet ja kein Autofahrer mehr Platz. Kein Autofahrer. Obwohl sich Motorradfahrer ja ganz entspannt zum Beispiel hier hinstellen könnten, irgendwo da an den Rand stellen könnten, würde sie niemanden nerven. Niemand wird davon genervt. Und damit ihr euch das gar nicht vorstellen müsst, wie das Ganze aussieht, wird hier eine Aktion gerade veranstaltet. Und dann könnt ihr euch einfach mal selber angucken, wie das ausschaut, wenn ich sag mal ein paar Motorräder, mal gucken, wie viele es jetzt gleich sind, einfach alle in Reihe brav parken und ihre Parkzettel dahin legen. Ich bin selber total gespannt. Ich finde die Aktion richtig, richtig geil, weil wir haben Samstag und die Leute werden krank abgefuckt sein. Und das tut mir in dem Moment leid für die Autofahrer, die jetzt hier parken wollen und eigentlich ja immer Parkplätze hier irgendwie bekommen. Aber das kann ja nicht sein, dass Motorradfahrer Zettel dafür bekommen, wenn sie sich hier irgendwo an den Weg stellen und noch nicht mal irgendwen abfacken. Ich meine, sie nerven ja noch nicht mal irgendeinen. So, ich habe mitbekommen, dass es angeblich in der Straße hier so sein soll, dass sie da parken. Da fahren wir gleich hin. Und hier gleich Neuer Wall, Mönckeberg, Neuer Wallstraße. Deswegen checken wir das auch mal ab. Wir biegen jetzt hier gleich mal rein. Ich habe mit der Organisatorin schon gesprochen und ich bin gespannt. Also sie meinte, schau mal vorbei. Mal gucken, was das hier wird. Ich hoffe, die Aktion ist nicht schon abgeblasen. Ich hoffe, da sind genug gekommen, weil es müssen tatsächlich ja auch schon einige kommen, damit man diese ganzen Parkplätze A belegt und B muss man sie ja dann auch bezahlen. Auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dieser komischen Schwachsinnsidee, und sorry, da beeinflusse ich euch jetzt einfach schon mal, was haltet ihr von dieser Idee? Was soll sowas bringen? Ich verstehe das einfach nicht, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Warum macht man so eine Scheiße? Ich verstehe es nicht. Das ist einfach Geldmacherei. Und mit dieser Geldmacherei sorgt man auch noch dafür, dass noch weniger Autos hier irgendwie einen Parkplatz finden, noch mehr umherfahren müssen. Das ist doch einfach, sorry, aber ich finde, das geht gar nicht. Ich finde das, klar, vom Gesetz her, so wurde argumentiert,
Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken, das ist noch ein bisschen zu früh für mich. Es wurde argumentiert damit, sowohl Motorradfahrer als auch Autofahrer sind ja gleich. Deswegen müssen auch beide bezahlen. Aber damit zu argumentieren, erstmal hier kurz ein bisschen asozial Gas gegeben, zu argumentieren, dass dann ja auch jeder Motorradfahrer ein... Hier steht schon welche, guck mal, so sieht das hier aus. So schaut das hier aus, wenn jeder einzeln... Und sie haben so, guck mal, wie geil, sie haben die Parktickets daran geklebt. Oh, sind das Ehrenmänner. So schaut das aus, wenn Motorräder einfach die Parkplätze für Autos versperren. Und ich würde tatsächlich gerne mal die Reaktion von irgendwelchen Autofahrern jetzt hier sehen. Das muss so lustig sein. Schade, dass... Okay, hier steht leider nur einer. Hier müsste man sich vielleicht noch mehr schaffen. Auf jeden Fall auch Ehrenmann. Ich hoffe, da kommen noch ein paar Leute jetzt dazu. Weil jetzt ist noch nicht genug Schikane. Vielleicht muss man sowas auch noch ein paar Mal machen. Guck mal, hier stehen auch schon welche in Reihe. Es ist so geil. Richtige Ehrenmänner, die das hier gemacht haben. Ich komme auch einfach nicht drauf klar. Mich nervt das einfach. Also ich sag mal, viele, viele Dinge, die entschieden werden, die ergeben für mich irgendwie Sinn. Und okay, dann, wenn das irgendwie kacke ist, dann sowas wie, selbst wenn irgendwann Speedlimit kommt, irgendwie 130, 140 oder sowas. Okay, gut, fuck it, war eine schöne Zeit, kann ich irgendwie auch verstehen, Verkehrssicherheit, bla bla. Aber, ja, ja super, ich wollte mir das hier mal angucken. Ja klar, oh Gott, warte, so, Gott. Oh Gott, okay, ciao. Okay, das war lustig. Mann, Mädchen, krass. Mal ein Mädchen, was mit mir ein Foto wollte. Yes, yes, Sieg. Auf jeden Fall wollte ich mir diese Aktion jetzt mal angucken. Da hinten sind schon die Polizeifreunde. Ach, hier war ja ein Blitzer, ne? Das vergesse ich jedes Mal wieder. Hallo, Blitzer. Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Auf jeden Fall parken die jetzt hier alle an der Seite und ich finde diese Aktion sehr, 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 sehr geil. Und diese Entscheidung kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich verstehe den Sinn dahinter einfach nicht, solche Entscheidungen zu fällen. Es sind anscheinend nicht so viele Motorräder, aber ich finde, es ist auf jeden Fall ein geiler Protest einfach mal, weil so habe ich das noch nie gesehen, selbst mit so wenigen Bikes. So habe ich das wirklich noch nie gesehen. Auch voll geile Bikes hier am Stissel irgendwie. Wir fahren gleich noch einmal um die Alster. Eine geile CBR. Schade, es sind nicht so viele wie gedacht. Mann, das müssen wir nochmal in groß machen. Ich veranstalte den Bums einfach nochmal. ich finde das tatsächlich ist eine super geile Aktion, einfach mal drauf aufzuzeigen. Ich dachte auch, Radio und so weiter ist am Start. Wir fahren, wie gesagt, noch einmal eine Runde. Vielleicht stehen sie da hinten auch alle. Ich muss das gleich mir mal angucken. Auf jeden Fall, wie gesagt, haut das mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Für mich ist es einfach nur reine Geldmacherei vom Staat. So, mehr ist es nicht für mich. Also, ja, haut eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Ich wollte ja eigentlich auch keine Wheelies mehr machen mit dem Gedöns hier. Ich habe mittlerweile aber schon wieder Bock und die von Triumph meinten auch, das mit dem Pluspol lag nicht unbedingt am Wheelen oder am sehr schnellen Fahren oder so, dass das Ding kaputt gegangen ist. Deswegen, ich überlege, ob ich so einen Lücken-Wheelie gleich mal kurz über die Brücke probiere zu zaubern. Ist jetzt ja auch schon wieder ein bisschen her, dass ich mit der das hier gemacht habe. Aber ja, also ein kleiner geht, Freunde. Ein kleiner Wheelie. Ach, hier ist... Digga, diese Ampel hier. Ich fahre hier jedes Mal rüber. Ich sehe nicht, dass hier rot ist. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich bin schon zweimal jetzt hier irgendwie mal rübergebraten. Ohne... einfach, weil ich das nicht gesehen habe. So. Leute. One-Taker-Wheelie. Aber das sah doch gar nicht so schlecht aus, oder? Den fand ich sogar ganz in Ordnung. Krass, fürs erste Mal. Nicht schlecht. So, jetzt kommen die Leute wieder. Warum machst du das? Warum tust du das dabei? Bike an? Ja, ich weiß, aber ich habe irgendwie Bock drauf. Hier hätte man das rein... Oh Gott, fast rot. Hier hätte man das auch gut machen können. Leute, wo seid ihr alle? Ich dachte, hier ist eine riesen Veranstaltung. Ich habe mich voll gefreut, dass hier mal richtig protestiert wird gegen solche... Ah, hier stehen auch wieder welche. Ehrenmänner, alles Ehrenmänner. Schade, da auch, da stehen auch überall. Geil, da fahren wir, zu denen fahren wir nochmal hin. Die kriegen alle nochmal einen kleinen separaten Shoutout, weil das coole Leute sind. Ich würde, man müsste irgendwie einfach auch noch diese,
die, wie soll man das erzählen? Ich glaube, da hinten stehen die ganzen Biker. Man müsste einfach die Autofahrer interviewen, was sie sich gerade denken, wenn... Das ist ja so witzig. Geisteskrank, die machen das ja echt alle. Die haben ja alle Zettel dran. Alter, geil, eine RC8. Geil, die haben alle Zettel. Die haben alle Zettel dran. Das finde ich ja so geil. Richtig lustig. Geil. Ehrenmänner. Ich überlege tatsächlich, ob ich mich jetzt einfach mal hier zustelle. Hier, Asphaltwolves. Die habe ich doch letztens schon geshoutoutet. Auf jeden Fall ist das hier so eine Ehrenaktion von denen. Also nicht von denen veranstaltet, aber richtig lustig. Ich werde mich jetzt hier, glaube ich, auch mal... Wie behindert das aussieht. Guck mal, ich wollte mich jetzt schon dazwischen stellen, aber darf ich ja nicht. Guck mal, das ist ein Parkplatz, Leute. Das ist ein Parkplatz. Hier zwischen ist noch einer, ne? Ich glaube, das hier ist noch ein Parkplatz. Wir machen natürlich mit beim Protest. Das ist ja ganz klar. Wir machen ja natürlich mit. Also, ich werde mir gleich schön ein Parkticket holen. Baby. Und beide Lampen laufen auch wieder. Und wie gesagt, hier die Bremsscheiben sind auch verzogen. Aber läuft. Sie läuft. Ich werde mir auf jeden Fall gleich auch ein Ticket holen. Werde den Lütten hier einmal abstellen. Werde mich da hinten zu den Boys gesellen. Wie gesagt, das ist richtig Protest hier. Ich finde das super, super geil, dass sowas gemacht wird. Wie bescheuert kann das nur sein? Ich kann mich nur immer wieder drüber aufregen. Haut mir eure Meinung in die Comments. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde hier irgendwie nass von dieser Fontäne da hinten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace und ciao. Komm, nimm was alleine mit der Klick, Klick, Klick. Squad über alles, wir sind lit, lit, lit. Turn up während ich vom Handy zip, zip, zip. Meine Crew und ich, wir sind der Shit, Shit, Shit.